Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die bestimmt gelingen und die auch einfach sind zum Nachkochen, das haben wir Ihnen im letzten GOB-Studio versprochen. Der Anfang dieser Reihe macht heute eine leichte Vorspeise aus frischem Saisongemüse, wie man das jetzt in unseren Läden findet. Zusammengestellt und wie immer gekonnt präsentiert vom Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, Armin Amrain. Guten Abend miteinander. In unseren Früchten- und Gemüserayons wird die Auswahl an Produkten aus biologischer Landwirtschaft auch im Winter immer grösser. Neben Herdöpfel, Rüebli, Sellerie und so weiter hat man jetzt auch die Wahl zwischen mehreren Salaten und verschiedenen Früchten. GOB Naturaplan heisst, dass chemisch-synthetische Spritzmittel wie der Unkraut- und Schädlingsbekämpfung verboten sind. Die neutrale Bioswiss garantiert auch, dass zum Düngen nur Kompost, Stallmist oder Gülle oder Mineraldünger eingesetzt wird. Mit einer vielseitigen und abwechslungsreichen Fruchtfolge sorgen die Biobauern im Übrigen dafür, dass die Böden fruchtbar bleiben und ein gesundes Pflanzenwachstum gewährleistet ist. Jetzt aber zurück zum Rezept. Frische von Ihren Produkten ist bei Ihrer Küche besonders wichtig, Armin. Richtig, beim Zusammensetzen der Menü wählen wir so viel als möglich einheimische Produkte oder schauen, was denn gerade Saison hat. Und meistens kommt dabei auch noch etwas Gutes raus. Und das wäre jetzt eben die erste Vorspeise aus dem GOB Festtagsmagazin, ein Gemüsegisch mit Mozzarella. Sämtliches Gemüse, also Rüebli, Zwiebeln, Sellerie und Zucchetti in kleine Würfel schneiden, wenn ich es hier schon vorbereitet habe. Champignon ebenfalls in kleine Würfel schneiden und alles zusammen im Anken andünsten. Eine fein gehackte Knoblauchzehe mit Ei und Rahm zerquirlen und mit Pfeffer, Salz und Muskat abschmecken. Jetzt den Kuchenteig auslecken und wie gewohnt einstechen. Sie brauchen auch fertig ausgewählten Teig, wie wir zu Hause. Auf jeden Fall. Es ist wesentlich einfacher und es geht auch schneller als selber machen. Gemüsemischung auf dem Teig verteilen und mit dem Guss übergießen. Dann mit Mozzarella-Scheiben belecken und bei 200 Grad backen. Auch Mozzarella gibt es übrigens von GOB Naturaplan. Und zwar einerseits als klassische Kugel oder als Block. Und der lässt sich dann auch gleichmässiger schneiden. Das spielt hier aber keine Rolle, weil er sowieso schmilzt. Die Gisch braucht im Ofen übrigens ca. 35 Minuten. Dann am besten warm anrichten, zusammen mit einem Salat nach Ihrer Wahl. Danke, Armin. Das war einer der 9 verschiedenen Rezeptvorschläge, die Sie im GOB Festtagsmagazin in aller Ruhe nachlesen können. Heute in einer Woche erwarten wir Sie aber wieder im GOB-Studio, dann mit einem schönen Sauerbraten. Weil das Leben aber nicht nur aus Festtagen besteht, jetzt doch noch ein paar Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Bananen kosten per Kilo 2,30 €. Und das Biancomat-Wäschpulver in einer 5-Kilo-Box ist 4 Franken günstiger. In 14 Tagen ist Weihnacht. Und noch immer keine Geschenkidee. Da ist sie, ein Rewatch aus der Winterkollektion. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Und das war es von uns aus dem GoProfit Festtagsstudio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.